Warum klappt denn das bei mir beim Wickschweißen mit der Kehlnaht hier nicht? Warum klappt das nicht? Warum kann ich das nicht? Das sind oft Fragen, die mir gestellt werden. Und man sieht dann immer erstaunlicherweise Leute, die es nicht schaffen, die Kehlnaht aufzuschmelzen, ja, die es aber schaffen, dieses ganze Bauteil unwahrscheinlich warm zu machen. Und die Leute hoffen dann immer darauf, dass ich so eine magische Einstellung habe und klappt das Ganze, es ist eine schöne Schweißnaht rum, ja, habe ich leider nicht. Und es liegt auch meistens nicht an dem Schweißgerät. Es liegt an so vielen kleinen Faktoren und diese Faktoren wollen wir in diesem Video einfach mal besprechen. Und ich habe hier so ein schönes Beispiel, dass mir jemand wieder mal ein paar Bilder geschickt hat, hatte ich die letzten Wochen relativ häufig. Und das kann man natürlich alles schwierig aus der Ferne analysieren. Vielleicht wird nur ein grober Fehler gemacht, aber ich denke mal, es ist so die Masse, das läuft nicht richtig, das läuft nicht richtig. Und wenn man das alles so ein bisschen optimiert, dann geht es plötzlich wie von selbst und man staunt. Bauklötze. So, als erstes Beispiel, ich gehe hier mal mit dem Finger rüber, man sieht den Dreck. Ja, das Minimum, um vernünftig Wick zu schweißen bei so einem Blech, man sieht das hier, das ist ein 5 mm Blech, das Beispiel hatte mir der junge Mann geschickt, und ein 2 mm Vierkantrohr. Das Minimum ist, dass ich das Ganze reinige mit Verdünner, Aceton oder dergleichen, dass ich hier wirklich eine vernünftige Vorbereitung habe. Besser ist es natürlich, ich beschleife das Ganze mit der Lamelle, dass ich es wirklich metallisch blank habe. Das werde ich auch machen. Und dann hat man schon mal die erste Voraussetzung geschaffen, dass man hier vernünftig mit seinem Wick-Schweißgerät eine Kehlnaht schweißen kann. Wenn ich es mal überhaupt nicht schaffe, hier vernünftig irgendwo vorher eine Vorbereitung zu haben oder ich vergesse es mal oder so, dann gehe ich auf jeden Fall in den Schweißnahtbereich mal vernünftig mit der Drahtbürste rüber. Das bringt auch schon einiges. Ja, aber ich habe hier auf so einem Blech hier, das ist ein Flachmaterial, habe ich hier so eine Welzhaut. Da kann man weder Elektrode noch Mack drauf schweißen vernünftig und geschweige denn Wick. Elektrode und Mack sind deutlich unempfindlicher als Schweißverfahren gegenüber Verschmutzung oder auch so einer Verzunderung. Aber trotzdem ist das wirklich diese Walzhaut oder Verzunderung, wie man das auch nennt, wirklich keine geeignete Oberfläche, um da vernünftig dran zu schweißen. Wie ich meinen Brenner rüste, also wie ich meinen Brenner konfiguriere, das ist der nächste Punkt. Da gibt es so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Jede Möglichkeit hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung. Meine Lieblingskonfiguration ist eigentlich hier, dass man eine Gaslinse nimmt. Das ist eine Düse, das ist eine Gaslinse und dann verwende ich eine Keramikdüse mit 7 oder 8 mm. Das heißt, den Vorteil, dass man hier wirklich eine schöne Gasabdeckung hat. Ja, je besser die Gasabdeckung, desto schöner sind natürlich die Anlauffarben und desto ruhiger und besser ist auch das Schmelzbad. Wenn ich hier eine 8er Düse habe, dann nehme ich so zwischen 8 bis 10 Liter Argon 4.6. Ja, also immer so 1 bis 2 Liter ungefähr mehr. Dann ist man wirklich auf der guten Seite. Gerade beim Schweißen von Stahl, aber auch nicht zu viel nehmen. Sonst sprudelt dir richtig dieses Schmelzbad auf und du bekommst Poren. Also da kann man auch schnell Fehler machen. Wirklich immer so ungefähr an diese Zahl auf der Düse achten. Ja, ich habe hier dann, das ist eine 6er, genau. Und wie gesagt, das ist so meine Lieblingskonfiguration. Standardmäßig, wenn man sich ein günstiges Wickschweißgerät kauft, dann hat man das hier. Das ist eine Gasdüse, die ist entlang. Und da kommt diese Keramikdüse drauf. Und das ist selber eine Konfiguration, mit der ich lange Zeit viel gearbeitet habe. Warum? Weil es unwahrscheinlich günstig ist und unwahrscheinlich robust ist. Und damit kann man auch wirklich sehr gut arbeiten. Auch hier würde ich so 6 bis 7 oder auch 8 empfehlen und dann dementsprechend zwischen 8, 9, 10 Liter Argon 4.6. Damit kommt man hier richtig gut in die Kehle rein. Zur Brennerhaltung und so weiter kommen wir gleich. Und das größte Missverständnis ist bei vielen komischerweise immer, dass man denkt, man kann diese Keramikdüse hier nicht auflegen. Ja, man versucht hier in der Luft irgendwo rumzutanzen und das ist natürlich immer problematisch. Diese Keramikdüsen, man sieht hier, wie schön warm die immer wieder an irgendwelchen Stellen geworden ist bei mir hier, die können das problemlos ab, dass man das Ganze auflegt. Und wenn man die hier schön auflegt, das ist hier nur ein Langgezieher. Ja? Was unpraktisch ist und was gerade den Anfänger natürlich zum Scheitern bringt, sind diese ganzen Jumbo-Düsen und dergleichen. Ja. Gerade
diese Jumbo-Düsen, da muss ich dann die Wolfram-Elektrode wirklich weit rausgucken lassen, dass ich da vernünftig in die Kehle auch reinkomme, um das aufzuschmelzen. Also ich finde die super von der Gasabdeckung, für viele Werkstoffe sehr gut geeignet. Aber gerade für die Kehlnähte hier und gerade für Anfänger würde ich das wirklich eher nicht empfehlen. Die nächste Frage ist natürlich, wie weit soll hier meine Wolfram-Elektrode rausgucken? Ich bin immer der Meinung, so ein bisschen weniger als der Durchmesser, diese Öffnung der Düse. Da gibt es auch diverse Faustformeln oder so, aber ich habe noch nie einen richtig guten Schweißer erlebt, der dir dann sagt, von wegen die und die Faustformel nehme ich immer. Blödsinn. Also wie gesagt, bisschen weniger als der Durchmesser hier. Und wichtig ist dann, wenn ich hier so eine Kehlnaht schweiße, ja, dass ich dann wirklich auch in einem gewissen Winkel schweiße. Das heißt, bei mir würde eine Kehlnaht so geschweißt. Und ich brauche auf jeden Fall immer noch ein bisschen Nadel, dass ich noch mal reingehen kann. Ja, dass ich das Ganze wirklich, denn wenn man so schweißt und hier bildet sich gar keine Schweißnaht in der Kehle, ja, was mache ich dann? Ich gehe ein bisschen näher ran und dann bildet sich die Kehle. So, und wenn ich jetzt eine viel zu kurze Wolfram-Elektrode habe, weil ich vielleicht Angst habe, mit der aufzustupfen, also dass ich damit das Schmelzbad berühre oder so, dann habe ich gar keine Möglichkeit, in diese Kehlnaht richtig reinzugehen. Das ist für mich auch ein Fehler, der da wirklich immer wieder passiert. Darum ruhig eine bisschen längere Wolfram-Elektrode. Darum auch wirklich so ein Durchmesser 6 bis 8. Da hat man eine viel bessere Gasabdeckung und kann ein bisschen mehr Schutzgas verwenden, ruhig. Und kann dann auch die Nadel ein bisschen weiter rausgucken lassen. Und wenn man das jetzt hier an diesem Bild schon sieht, wenn ich hier nur so lang ziehe, wie perfekt ich schon diese Kehle erwische. Ja? Man sollte sich auch wirklich immer die Zeit nehmen, so eine Naht vorher mal trocken abzugehen. Das heißt, nicht einfach blind anfangen. Bei vielen sieht das so aus, die haben den Brenner irgendwie gerüstet, sind sich nicht sicher, was sie da machen. Dann wird irgendwo so der Brenner hingehalten. Ja, da kann ich auch nicht sehen, da kann ich auch nicht schweißen. Klar, der gute Fachhändler verkauft ja heute auch eine Glasdüse, haben auch ihre Berechtigung, ja, aber wenn man sich das Ganze so positioniert, richtig schön auf die Kehle guckt, ne, wenn ich hier vorne anfange, so, dann habe ich noch die Möglichkeit, den Brenner ein bisschen anzukippen, das heißt, dass ich mehr in die Kehle reingehe, dass die noch direkter aufschmilzt und dann ist es nur noch ein Langgezieher hier und ziehen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, kommen wir gleich zu. Dann ist es nur noch ein Langgezieher hier und nebenbei muss ich ein bisschen Zusatz hinzugeben. Generell beim Schweißen ist Positionierung immer ein ganz großer Faktor, ja, und so auch beim Schweißen so einer Kehlnaht. Es gibt immer den ganz großen Unterschied, ob ich den Wickbrenner wirklich schiebe oder ob ich den schön ziehe. Ich kann irgendwas viel gleichmäßiger ziehen, als ich das in irgendeiner Form vor mir herschiebe. Versucht das einfach mal. Ne? Ich ziehe es zu mir hin, geht super. Ich schiebe es, ist nicht ganz so einfach. Ne? Und wenn ich jetzt so den Prozess habe, das heißt, ich ziehe den Brenner auf mich zu, ja, so muss ich mich natürlich positionieren, beziehungsweise mein Bauteil positionieren, dann habe ich eine richtig gute Sicht auf diesen Schweißprozess. Ziehe das Ganze zu mir hin, ja. Hab die Wolfram-Elektrode richtig gut in der Kehle, kann hier noch so ein bisschen mit dem Winkel spielen und je nachdem, wie breit die Kehlnaht werden soll, wie breit ich sie haben will, und dann ziehe ich das auf mich zu, gehe in ganz kleinen Schritten voran, tupfe immer ein bisschen Zusatz hinzu, das geht wirklich super. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Positionierung. Das sieht man nämlich dann auch immer bei vielen Leuten. Wie gesagt, die fangen dann an zu schweißen, machen sich vorher überhaupt keinen Kopf, sind in irgendeiner Position, da könnte kein Mensch drin arbeiten, schweißen oder dergleichen. Man muss es sich wirklich immer vernünftig positionieren. Wenn man dann absoluter Profi ist und tausende von Kehlnähten geschweißt hat, dann kann man auch auf dem Fußboden, über Kopf oder im Schneidersitz oder dergleichen schweißen. Kriegen viele wirklich erstaunliche Sachen hin. Aber bitte nicht der Anfänger. Der sollte sich sowas immer ruhig auch in eine vernünftige Arbeitshöhe positionieren. Ich weiß, das ist nicht immer möglich. Und dann auch wirklich so arbeiten, dass man schön zu sich hinzieht. Ja, da gibt es wirklich Experten, die dann da die unmöglichsten Sachen versuchen.
So, wenn das nicht möglich ist, ja, dann muss ich wenigstens es mal geschafft haben, es auf so einem Schweißtisch oder im Schraubstock oder dergleichen so normal geschweißt zu haben. Ja, dass ich, sage ich mal, so ein Blech habe, ein Vierkantrohr habe und dass ich da wirklich mal ein paar Übungsstücke mache. Ich habe ja mehrere Übungsstücke hier immer gezeigt. Meine schönen Würfel zum Beispiel, die sind sehr beliebt. Das sind sehr schöne Übungsstücke. Und da muss ich wirklich erstmal ein bisschen üben. Und dann kann ich mich an schwerere Aufgaben heranwagen. Also der erste wichtige Faktor ist wirklich, dass ich mir das selbst überhaupt gestatte, dass ich mich so positioniere, dass ich das Ganze vernünftig sehe. Und das nächste ist natürlich auch, dass ich einen Schweißhelm habe, mir dementsprechend den Helm eingestellt habe, ja, dass ich das Ganze auch wirklich sehen kann. Denn nur, was man vernünftig sieht, kann man vernünftig steuern, kann man vernünftig schweißen. Wenn ich da überhaupt nicht sehe, ich sehe nur irgendwo so ein helles Licht und mehr sehe ich nicht und dann stochere ich darum. Das ist auch einer der elementaren Fehler. Ich habe Schweißhelme von relativ günstig bis zu extrem teuer. Mein teuerster Schweißhelm kostet deutlich über 1000 Euro. Das ist meistens so ein Level, das will sich natürlich keiner gönnen. Da hat man natürlich die beste Sicht. Mit dem hier hat man auch schon eine ganz vernünftige Sicht. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Wichtig ist nur, dass man sich dafür sensibilisiert. Man muss sehen, was man da macht. Man sieht wirklich die Wolframelektrode, man sieht das Schmelzbad vernünftig, ja, das sich da ausbildet und man sieht den Schweißzusatz, den man da vernünftig zugibt. Wenn man das Ganze nicht sieht, kann man es gleich vergessen, kann man gleich aufhören. Entweder einen neuen Schweißhelm kaufen, beziehungsweise den alten mal vernünftig einstellen, den vernünftig reinigen und dergleichen. Wichtig ist wirklich, ich schaffe im ersten Punkt die Möglichkeit, dass ich mich so positioniere, dass ich das Ganze sehe. Und im zweiten Punkt ist es dann so, dass ich wirklich auch den dementsprechenden Schweißhelm habe, mit dem ich das Ganze sehen kann. So, die Einstellungen sind der nächste wichtige Punkt und das ist so ein Punkt, das ist echt kein Hexenwerk heutzutage mehr. Wir sagen so ungefähr 30 Ampere pro Millimeter Materialstärke. Wir haben jetzt hier 2 Millimeter, wir haben hier 5 Millimeter, also müssen wir irgendwie so einen guten Mittelwert schaffen. Wenn ich jetzt sage, ich nehme für 2 Millimeter 30 Ampere, dann bin ich gerade bei 60 Ampere. Damit 5 mm Blech aufschmelzen, ups, das wird aber schwer und langwierig. Ja, es gibt Leute, die schweißen stundenlang an so einem Bauteil rum und da bin ich nicht so der Freund von. Ich würde hier 100 Ampere empfehlen und vor allem den Viertakt. Warum tut man sich das an, muss die ganze Zeit auf diesen Brennertaster drücken, wenn ich auch komfortabel heutzutage mit einem WIG-Schweißgerät im Viertakt arbeiten kann. Viertakt bedeutet, ich gehe mal durch, ich drücke drauf, lasse los und ich komme in den Startstrom, ich schweiße, irgendwann drücke ich wieder drauf, ich gehe in meinen Endstrom, solange ich gedrückt halte und dann sinkt das Ganze wieder ab. Das sind so meine ganz normalen Einstellungen hier, kann man wunderbar mitarbeiten. Ja, also wie gesagt, vier Takt, dann hat man viel mehr Ruhe in dem Brenner, das heißt, ich drücke hier einmal drauf, ja, kann schweißen und irgendwann drücke ich wieder drauf und beende den Prozess. Und ich habe noch den ganz großen Vorteil, ich kann hier drauf drücken, schweißen, wenn es mir irgendwann zu doll wegschmilzt, zu stark wegschmilzt, drücke ich drauf und ich bin hier in diesem Endstrom. Ja, dann kann ich in diesem Endstrom verweilen, den ich hier mit 15 Ampere angegeben habe. Und wenn das Schmelzbad wieder sich so ein bisschen beruhigt, das ist aber eher was für dünnes Material, also bei der Dicke sollte ich eigentlich kein Problem haben, dann kann ich loslassen, gleich wieder drauf drücken, bin wieder hier vorne, lasse wieder starten, kann wieder damit arbeiten. Also wirklich, Einstellungen sind heute wirklich kein Hexenwerk mehr. Sollte man sich nicht mit verrückt machen. Obwohl die zu niedrig gewählte Stromstärke doch bei vielen ein Problem ist. Weil wenn ich da irgendwo mit 60 Ampere nur arbeite, dann würde ich da auch keine vernünftige Naht hinkriegen. Auch den Schweißdraht sollte man nie zu dick wählen. Ich habe hier einen 2 mm Schweißdraht, das ist wirklich wunderbar. Und auch den Schweißdraht, da kann es auch wirklich nicht schaden, wenn man den mal ein bisschen sauber macht. Ich habe mir hier aus dem Meterende zwei kleine Enden zugeschnitten. Ja. Das ist teilweise deutlich einfacher, gerade für Anfänger, wenn man den Draht dann zuführt. Ist so ein bisschen Verschwendung, ja, weil man hinterher natürlich zwei Endstücken hat. Aber gerade für den Anfänger und auch wenn man irgendwo in einem Bereich arbeitet, wo man nicht so gut hinkommt und dann so ein langer Draht stört, ja, dann ist es oft deutlich einfacher, wenn man sich den so ein bisschen abkürzt.
Bevor ich jetzt anfange zu schweißen, muss ich mir natürlich noch überlegen, wie ich den Brenner halte. Ja? Es gibt immer so die schöne Möglichkeit. Das heißt, ich habe hier den Finger zum Auslösen. Ich kann hier auch wirklich die Hand auch nochmal auflegen zusätzlich. Das Ganze gleiten lassen. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Tickfinger, dass man da irgendwo noch eine Gleithilfe hat. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man sich das Ganze hier über das Handgelenk legt. Funktioniert wirklich auch sehr gut. Dann habe ich hier den Zeigefinger und dann kann ich schön lang gleiten. Wichtig natürlich auch immer, dass man sich das Schlauchpaket so positioniert, dass es einen nicht stört. So, und dann kann ich hier so ein paar Trockenübungen machen. Kann das Ganze, ne? Und standardmäßig sollte der Schweißprozess so aussehen. Ich schmelze auf, ich tupfe Zusatz ins Schmelzbad. So sieht es aus. Und dann gehe ich hier langsam lang. Ja? Wenn ich hier eine Kehlnaht schweiße, ist natürlich auch immer die Möglichkeit, dass ich einfach den Zusatz ins Schmelzbad reingebe. Ich sollte aufschmelzen, dann ins Schmelzbad rein und dann schweiße ich und führe einfach nur nach. Geht genauso gut, kann man auch machen. So, wichtig, ich habe ja hier 2 mm Material, hier 5 mm Material. Das bedeutet, ich muss ein bisschen mehr auf das dickere Material halten. Das heißt, mein Brenner wäre normal ein bisschen flacher positioniert. Jetzt ist er so etwas über 45 Grad positioniert. Ja, also so, ne? Und ich bin so, habe ich auch einen großzügigen Winkel, dass ich wirklich sehe, was hier passiert. Und dann ziehe ich auf mich hin. Ich habe das vorher schon ein paar Mal ausprobiert, dass es von der Bewegung auch wirklich klappt, weil wenn es im trockenen Zustand, sage ich mal, ohne Strom, ohne Lichtbogen schon nicht klappt, dann kann es beim Schweißen gar nicht funktionieren. Jetzt hefte ich das und dann schweißen wir da einfach mal. So, ich denke mal, die Naht sieht ganz gut aus. Habe ich einmal ganz leicht rüber gebürstet, damit man die Schuppung richtig schön sieht. Und ich hoffe, ich konnte ein paar wichtige Impulse geben, so ein bisschen meine Herangehensweise beschreiben. Und das hilft bestimmt dem ein oder anderen weiter, dass man da irgendwo schneller bessere Ergebnisse erzielt. Das ist ja so ein bisschen die Zielsetzung. Schneller bessere Ergebnisse, immer ganz wichtig, nie zu wenig Strom nehmen. Ja, wenn du hier wirklich irgendwo mit 60 Ampere schweißt, das kann nichts werden. Du schaffst es nicht, den Werkstoff aufzuschmelzen. Du schaffst es hier irgendwo gar nichts aufzuschmelzen und am wenigsten schaffst du hier irgendwo zu schweißen. Ich hatte jetzt 100 Ampere, 2 mm, 5 mm, kleine Erinnerung. Und das war wirklich so von meinem Gefühl her an der untersten Grenze. Ich hätte lieber 110, 120 Ampere genommen. Aber das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen individuell. Und je länger man schweißt, desto schneller diese ganze Bewegung wird, desto mehr Routine hat man da drin und desto mehr Strom kann man nehmen. Aber du guckst dir 5 verschiedene Schweißer bei der gleichen Schweißaufgabe an, besonders im WIG-Schweißverfahren, und du hast oft 5 verschiedene Einstellungen. So, ich verlinke immer ein bisschen was zu den Videos hier unter und ich verlinke auch immer meine E-Mail-Adresse am Ende. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Schweißbereichen habt, wenn ihr sagt, oh, zeig mir das doch nochmal, zeig mir dies doch nochmal, schreibt mir einfach eine E-Mail, am besten mit Bildern, was ihr da genau sehen wollt oder beziehungsweise wo bei euch das Problem ist, dann mache ich dazu auch gerne so ein schnuckliges kleines Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Ich schweiße jetzt hier noch ein paar schöne Kehlnähte, weil wenn man erstmal so ein bisschen anfängt, beim Schweißen ist das immer so, dann macht es richtig, richtig Spaß und dann kann man nochmal richtig loslegen.